Demnächst steht ein neuer Lebensabschnitt bei dir an. Du gehst in ein Studium zum Wirtschaftsingenieur und du möchtest dich jetzt einmal darüber informieren, wie du dich optimalerweise darauf vorbereitest. Dann bist du hier genau richtig, denn hier bist du auf dem AeroUp YouTube-Kanal. Es dreht sich alles um die Themen, wie schreibe ich bessere Noten in weniger Zeit und wie schaffe ich es, mein Studium strategisch so aufzubauen, dass ich danach optimal für den Berufsstart aufgestellt bin. In dem heutigen Video geht es wie angekündigt um das Thema Wirtschaftsingenieurwesen. Ich durfte das selber erfolgreich studieren und ich habe das Video in drei Punkte unterteilt. Im ersten Punkt sprechen wir mal über die Vorbereitung. Im zweiten Punkt gehen wir kurz darauf ein, was du an Arbeitsmaterialien dir besorgen solltest, um das Studium gut hinzubekommen. Und als drittes werde ich noch so ein paar Geheimtipps geben, die ich aus meinem Studium mitgenommen habe und die du unbedingt beachten solltest. Wir legen auch direkt los mit dem ersten Punkt, Thema Vorkurse. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, der sagt doch jetzt sowieso, besuch alle Vorkurse und schau, dass du so viel wie möglich dir reinhaust. Nein, das eben nicht. Der Niklas hat schon ein spezielles Video zu dem Thema Mathe-Vorkurs gemacht. Das kannst du auch mal auf unserem YouTube-Kanal abchecken. Da einfach danach suchen, dann findest du das recht schnell. Ich sage dir aber nochmal, pass unbedingt auf, wer die Vorkurse gibt. Frag höhere Semester, connecte dich mit denen auf LinkedIn, sprech sie an, wenn du persönlich vielleicht schon welche kennst und frag, hey, ist das ein Vorkurs, wo es sich lohnt hinzugehen? Generell werden Vorkurse in den Fächern angeboten, wo es hohe Durchfallquoten gibt, in den Fächern, wo Studenten den Stoff als sehr schwer wahrnehmen. Nichtsdestotrotz solltest du mal darauf aufpassen, wer gibt denn einen Fokus? Weil selber wenn du einen Fokus in Mathematik hast, am Ende des Tages macht irgendein Professor, der eigentlich in Rente sein sollte, den Fokus und du hörst schon von höheren Semestern, lass es lieber, mach deine eigenen Aufgaben, bereite dich selber vor, dann spar dir bitte diese Zeit. Außer zum Connecten ist dann der Fokus, wenn ich sehr, sehr unnötig und du wirst nicht viel dabei lernen. Nichtsdestotrotz gilt, check unbedingt ab, dass du dich fachlich auf das Studium vorbereitest. Das ist was, was wir auf diesem Kanal hier nämlich nicht besprechen. Fachlich auf das Studium vorzubereiten bedeutet, dass du dir den Stoff vom Abi nochmal anschaust, in den schweren Fächern wie zum Beispiel Mathe, einfach auch nochmal wiederholst, ein paar Aufgaben machst und einfach abcheckst, dass du optimal darauf vorbereitet bist, in dein Studium reinzustarten. Punkt Nummer zwei, die Ausstattung. Jetzt gibt es natürlich zwei verschiedene Wege, die man hier gehen kann. Man kann einmal den, ich nenne es mal günstigen Weg gehen und man kann einmal den etwas teureren, aber einfacheren Weg gehen. Ich persönlich habe mich entschieden, ab dem zweiten Semester mit einem iPad zu arbeiten. Ich habe mir also ein iPad gekauft mit einem Stift dazu. Ich hatte auch noch ein bisschen Geld von meiner Ausbildung angespart. Deswegen konnte ich mir das gut leisten und habe dann meine ganzen Unterlagen in dieses iPad eingespeichert. Das heißt nicht, dass ich ausschließlich auf dem iPad gearbeitet habe, aber ich habe den Großteil davon der Unterlagen einem Skript markiert auf dem iPad und habe dann nur noch einige Blätter daheim rumliegen gehabt und nicht einen ganzen Stapel, weil du wirst im Studium mit Blättern und Inhalten überhäuft und da solltest du einen guten Überblick behalten, da ist das iPad eine gute Option. Die etwas günstigere Variante, wenn du sagst, du kannst dir im ersten Semester oder im zweiten noch kein iPad leisten, ist natürlich eine vernünftige Ordnerstruktur daheim. Es gibt solche Schubladen, die kannst du dir einfach bestellen, die kann man perfekt aufeinanderlegen. Da habe ich mir im ersten Semester auch einfach 7 Schubladen gekauft, die 7 unterschiedlichen Fächer, die Unterlagen reingepackt. Das hat auch gut funktioniert. Nichtsdestotrotz bevorzuge ich das iPad, aber das funktioniert genauso gut wie das mit dem iPad. Deswegen kauf dir solche Ordnerschubladen bzw. verschiedene Schnellhefte und Ordner. Einfach wie in der Grundschule, dass du verschiedene Farben hast, dass du dir markieren kannst, in welchem Fach du welchen Ordner hast. Dann kommst du nämlich nicht so schnell durcheinander und auch noch so ein paar Trennteile ist auch hilfreich, um am Ende des Tages wirklich eine Struktur drin zu haben und nicht irgendwie wie in dem Abitur die Zettel einfach in deinen Rucksack zu schmeißen, was total amateurhaft ist. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich dir mal allgemein vom Mindset her mitgeben möchte. Hör auf, dich wie ein Amateur zu verhalten. Du bist jetzt im Studium, das ist eine Liga, wenn nicht 2 oder 3 Ligen höher, als du bisher gespielt hast. Und wenn du dich jetzt wie ein Amateur verhältst, auch wenn du vielleicht ein 1-Abi hattest, dann wird das sehr, sehr schnell auffallen. Deine Fehler, die du machst, beziehungsweise wenn du was sagst, was du nicht richtig verstehst, das fällt den Leuten um dich rum auf. Ja? Das ist ein neues Umfeld, paar liegen höher. Du kannst es dir jetzt nicht mehr erlauben, so amateurhafte Fehler zu machen, Unordnung zu haben oder. Deswegen bereite dich da einfach vernünftig drauf vor. Und jetzt die dritte Sache, die speziell für das Wirtschaftsingenieurwesenstudium wichtig ist. Ich habe festgestellt, dass im ersten Semester einige sich enorm schwer getan haben und sich brutal unter Druck gesetzt haben. Ich persönlich würde sagen, dass du nicht direkt im ersten Semester einen 1,5er-Schnitt brauchst, weil gerade in so einem Studium wie Wirtschaftsingenieurwesen ist einfach das Sieb
7 am Anfang viel, viel größer. Das heißt, der Anfang ist sehr, sehr schwer gestaltet, sodass möglichst viele durchfallen, dass es möglichst schwer ist. Lass dich davon nicht unterkriegen. Ich habe im ersten Semester auch keinen sonderlich guten Schnitt gehabt und bin aber trotzdem durch alle Klausuren durchgekommen. Wenn es dir extrem schwerfällt, mathematische Fächer zu verstehen, ja, das kommt im Wirtschaftsingenieurwesenstudium sehr häufig vor, dann tu dir selber den Gefallen und schieb direkt von Anfang an ein schwereres Modul ins zweite Semester. Du kannst mir nicht einfach dein Studium ein Semester länger machen, das interessiert am Ende des Tages überhaupt niemanden mehr, oder du holst es halt auf, wenn du in einem Auslandssemester bist, oder, gibt es zig verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass du dran bleibst, dass du das durchziehen willst und nicht direkt nach der ersten Klatsche aufgibst, wenn du vielleicht eine 1, im Abi hattest und plötzlich durch 2, 3 Prüfungen durchfällst. Ist auch einigen passiert, kann auch dir passieren, lass dich davon einfach nicht runterziehen. Alles in allem kann ich dir aber sagen, das Wirtschaftsingenieurwesen-Studium ist ein Top-Studium. Wir haben auch schon einige Videos dazu gedreht, die sehr gut ankamen. Danke nochmal dafür. Schau dir auch gerne auf unserem Kanal die anderen Videos zum Thema Wirtschaftsingenieurwesen an. Wenn du jetzt feststellst, hey, du hast noch einige Defizite, über die du gerne sprechen möchtest, dann trag dich einmal für ein kostenloses Erstgespräch ein. Unter dem Video hier ist ein Link, da kannst du dich bewerben für so ein Gespräch mit uns. Oder du schreibst uns einen Kommentar, wie du das Video fandest. Wenn du noch eine Frage hast, würde mich sehr freuen, wenn du auch einen Daumen da lässt. Bis zum nächsten Mal, wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deinem Semesterstart, dein Valentin, ciao.